Was würdet ihr, also wenn einer jetzt hier Frank Thelen kennt, was würdet ihr Frank Thelen, bekannt aus Höhle der Löwen, fragen? Das könnt ihr gerne hier mal reinposten. Ich werde es dann spontan abrufen. Kannst du mal ein Video machen über Wahrscheinlichkeit? Auch an dich, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Schau mal bei Mathe bei Daniel Jung auf YouTube. Der Link ist auch hier in der Bio bei TikTok. Auf der Startseite ein bisschen runterscrollen und dann Stochastik. Da ist alles, was ihr braucht. Schreibt mal, bald 100.000. Yeah, und das für Mathe-Content. Und natürlich auch Mathe cool machen, ne? Auf geht's zu Frank Thelen nach Bonn und wir sprechen worüber? Zukunft der Bildung. Ich bin extrem gespannt. Daniel Jung, schönen guten Tag. Ich habe einen Termin bei Frank Thelen. Ich weiß aber nicht, ob ich hier richtig bin. Oh, nee, sind Sie leider nicht. Okay. Morgen, zwei Cheeseburger, Muffins, noch zu früh für Pommes. Jetzt fahren wir hier durch so ein Parkhaus. So, angekommen, dann schauen wir mal, wo wir den Frank finden. Ja, eine Überschneidung ist natürlich exponentielles Wachstum, habe ich jetzt auch in Frank Thelens Buch wieder vorgefunden. In immer kürzeren Zeitabständen passiert immer mehr. Was heißt das? Die Art, wie wir arbeiten, ändert sich dramatisch. Das schon natürlich seit mehreren Jahren. Und als Resultat natürlich die Art, wie wir lernen und lehren. Was müssen wir in Zukunft lernen? Wie müssen wir in Zukunft lernen? Wer hilft uns dabei? Wer lehrt überhaupt noch? Thema lebenslanges Lernen. Was spielt da eine Rolle? Thema digitale Formate. Und da freue ich mich auf den Talk gleich, dass wir darüber sprechen und auch Gemeinsamkeiten ausloten. Auf geht's. Ja. Wir waren zu früh und Frank ist noch im Call. Aber das Gute ist, dass man jetzt mittlerweile jede Minute nutzen kann. Und so bin ich kurz auf verschiedene Webseiten gegangen, um Informationen zu bekommen, was hat sich gerade wieder Neues getan. Und eine Sache, die ich dann direkt gleich mit einbaue, ist, es gibt in Asien einen 8-Jährigen, der hilft beim Programmieren von KI-Anwendungen. Das ist 8 Jahre. Wir sind im Jahr 2020 und nie war es einfacher, A, überhaupt an Wissen zu kommen, mit einem Knopfdruck, hier im Smartphone zum Beispiel, aber auch an so qualitativ hochwertiges Wissen, um einfach auch Impulse zu bekommen. Deshalb einfach mal sich eine halbe Stunde auch nehmen und sagen, jetzt gehe ich mal wirklich aktiv hier rein und suche nach, keine Ahnung, Zukunft der Arbeit, Zukunft des Lernens und lass mich mal positiverweise damit mit Content berieseln. Okay. Kein Mensch gehört. Kein Mensch. Warte. Oder wie gleich das hier, Frank? Hey, wo ihr wollt. Total entspannt. Also Frank ist wirklich wie du und ich, super entspannt, Smalltalk und jetzt gleich Podcast. Freue mich. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Startup DNA. Heute wieder einen sehr spannenden Gast. Wer bist du und was machst du? Ich bin Daniel Jung und ich helfe Menschen, Mathematik zu verstehen. Ich habe klassisch analog angefangen und jetzt bin ich sehr, sehr digital unterwegs. Ich bin bei 650.000 wow. Followern. Ja. Und das sind aber bei mir, weil viele denken tatsächlich, ich bin Lehrer. Also der Schüler und Student sieht mich, Mann vor weißer Tafel, ist bestimmt ein Lehrer, dem folgt man jetzt nicht unbedingt. Ich habe tatsächlich, ich glaube, 80% meiner Nutzer, die haben mich gar nicht abonniert. Die wissen einfach, dass da ein Wikipedia für Mathe in Videoform ist, wie die meisten immer so schön sagen. Und was ist so Abrufe dann auf so einem Video? Das Top-Video hat, glaube ich, 1,4 Millionen Aufrufe, Parabeln. Und ich bin ja bei, ich glaube, jetzt bei 230 Millionen Views insgesamt. Also für deutschsprachige Mathematik. Die Kids haben Kohle für PlayStation und ja, Co. Das gut. Ist ein ja. So. Und ich glaube, dass Bildung so ein bisschen auch wieder sexy wird. Ja. Und wo früher irgendwelche Fußballstars sind, immer noch groß und Rockstars und keine Ahnung was und Michael Jacksons, habe ich, glaube ich, jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass wir so ein Zeitalter kommen, wo auf einmal ein Elon Musk cool ist ja. Oder ein Daniel Wiegand von Lilium oder ja. Was auch immer, wo man darauf schaut und sagt, ja. Hey, ich will so clever werden ja. Wie der. Also ja. Geht also natürlich auch toll, wenn man gut tanzen und singen kann, aber dass quasi dieses Wissen und der versteht das alles,
dass das auf einmal einen Wert hat. Und dann kannst du ja ähnlich wie, ich will halt in Counter-Strike oder wie die ganzen Dinger heißen, da geben die ja echt viel Geld aus. Ja? Und deswegen glaube ich schon, also ich hoffe, dass da auch nicht nur eine Milliarde, sondern bald auch 100 Milliarden stehen und dass Leute sagen, ich gebe Geld aus dafür für Bildung. Und auch nicht nur in der Schule, sondern es würde auch mir und ganz vielen anderen da draußen in ihrem Job gut tun, wenn sie mal ein bisschen mehr Mathematik drauf haben. Jetzt in der Kamera wird man sehen in meinem Kanal, da kriege ich auch Herzrasen, wo ich sage, warum haben wir jetzt die Situation nicht genutzt und mal radikal neu gedacht? Spinnen wir mal. Wir lassen alle Prüfungen ausfallen dieses Jahr. Du weißt, also ich kann es aus meinem Unternehmen sagen, ich rekrutiere nicht auf Abschlüsse. Ich gucke mir die Personen an, was haben die gemacht, was haben die umgesetzt und wie ist die Lernkurve in den ersten Monaten. So, also ob wir jetzt die Prüfung mal sausen lassen, ist doch egal. Warum haben wir nicht gesagt, wir machen mal ein Open-Source-Coding-Projekt, wir testen einfach mal, wir gucken uns mal ein paar YouTube-Tutorials an, einen Vortrag von dir irgendwo und begreifen erstmal, was passiert und sprechen darüber mit unseren Lehrern, anstatt jetzt die Druckbetankung zu haben, hier habt ihr die Aufgaben, macht bis nächste Woche. Oh, jetzt müssen wir uns das selber beibringen. Oh, also dieses radikal neu denken. Let's rock education. Und ich glaube, du erzählst ein bisschen kurz von deinem Lebenslauf, was du gerade erzählt. Ist ähnlich wie bei dir. Was habe ich alles durchgemacht? Vor allen Dingen, wenn du die Bildung revolutionieren willst, wo bist du da angeeckt? Was habe ich aber daraus gelernt und welche Chancen haben sich daraus ergeben? Und wie bin ich dann den nächsten Weg gegangen? Das ist Kapitel 1. Kapitel 2 ist tatsächlich, was passiert im digitalen Lern- und Lehruniversum gerade schon? Ja. Was müssen wir machen? Wie können wir aber auch schnell umsetzen und anfangen? Wir haben ja das Glück, dass vielleicht der ein oder andere Lehrer, Politiker und so weiter diesen Podcast hört. Was ist deine letzte Botschaft? Was möchtest du den Zuhörern noch mitgeben? Testet. Seid mutig zu testen. Ich habe gerade mit dem Präsidenten vom Lehrerverband einen Podcast gehabt. Ich habe aktiv gefordert, gebt auch Leine. Ja, es gab in den letzten Jahren, war man ein bisschen reserviert, so darf ich denn Microsoft oder Google oder etc. Ja. Macht einfach, testet jetzt. Viel wichtiger, ja. Also super, genau, super macht einfach, weil diese, oftmals sind wir auch gerade wir Deutschen verharren in unserer Angst, es könnte ja schief gehen. Ja. Übrigens, wenn ihr nichts macht, dann geht es auf jeden Fall schief, definitiv. Das kann ich euch garantieren. Wie war so der Podcast? Super intensiv. Also man, wenn ihr den jetzt auch im Nachgang schaut, den werde ich natürlich dann auch hochladen. Man hat wieder die Emotionen gemerkt, auch bei mir, ja, wenn es um das Thema Zukunft der Bildung geht und ein absolutes Feuerwerk. Ich kann euch nur empfehlen, schaut unbedingt mal rein oder hört in den Podcast rein. Also echt top, top, top und wirklich super nachhaltiges Gespräch. Also das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir gesprochen haben. Es hat echt Spaß gemacht. Du lernst auch aus jedem Gespräch und so sage ich mir auch, deshalb seid mutig, fragt auch mal irgendwo an, wo ihr denkt, da komme ich doch niemals zu einem Gesprächstermin. Ja? Also geht mal raus, schaut mal auf Social Media. Wenn ihr mal mit der und der Person mal unbedingt sprechen wollt, fragt doch einfach mal an. Fragen kostet nichts und ihr werdet so viel draus lernen. Irgendeiner wird sagen, komm mal vorbei. Und ich habe heute wieder sehr viel mitgenommen, wo ich jetzt denke, an den Stellschrauben muss man drehen, um die Zukunft der Bildung aktiv voranzutreiben. Parkautomaten veraltet, oder? Keine ernste Frage, oder? Absolut, ich will einfach nur ins Auto steigen und rausfahren. Aber gibt's ja schon, ja? Gibt's ja auch ein Startup, wo du einfach nur noch reinfahren musst und per App wird getrackt und wenn du rausfährst, ist bezahlt. So, zurück in Köln. Wie angesprochen, super intensiver Talk, super spannend. Ich kann euch nur noch mal empfehlen, reinzuhören oder reinzuschauen. Ich denke, es ist jedem klar, wir sind jetzt in einem super großen Umbruch und wir müssen in die Zukunft gehen. Dafür brauchen wir Gestalter, Pioniergeister. Ich bin auf meines Erachtens einer guten Reise, euch auch mitzunehmen, jetzt mit dem Content neben Mathematik oder darüber hinaus, über die Mathematik hinaus, mit interessanten Gesprächspartnern wie zum Beispiel Frank Thelen, damit ihr auch einfach Input kriegt, damit ihr aus solchen Talks rausgeht und selber vielleicht einen Aha-Moment habt und erkennt, wow, die Arbeitswelt ändert sich wie niemals zuvor und dementsprechend auch die Art, wie ihr lernen müsst, was ihr lernen müsst. Und da bleibe ich weiter dran. Bin froh, wenn ihr weiter mit dabei seid. Und in diesem Sinne, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Und seid euch sicher, es werden weitere coole Gäste folgen, auch in meinem Podcast, in meinem Talkformat. Ich bleibe weiter mit 1000% dabei, in die Zukunft der Bildung zu gehen. Bis demnächst.